Blinde Zerstörungswut, Gewalt, Verletzte. Das alles durch die sozialen Medien und das alles gipfelt jetzt in einem großen Prozess. Seit 10 Jahren liefern sich YouTuber Rainer Winkler, besser bekannt als der Drachenlord, und seine Hater-Community eine erbitterte, wahre Schlacht. Im Internet und auch direkt vor der Haustür des YouTubers. Zuletzt endete dies in Gewalt. Mit einer Taschenlampe soll Winkler einen Mann geschlagen und verletzt haben. Wegen schwerer Körperverletzung steht er jetzt in Nürnberg vor Gericht. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft, denn auch dort, in Franken, könnte es zu Ausschreitungen kommen. Nadine Mierdorf mit den Einzelheiten. Diesmal schlägt der selbsternannte Drachenlord nicht zurück, stattdessen ein Geständnis. Vor dem Landgericht Nürnberg räumt YouTuber Rainer Winkler ein, ja, er habe mit einer Taschenlampe zugeschlagen, spricht von einem Angriff gegen einen Hater. Davon hat Winkler übrigens viele. Gut 60 Hater haben sich an diesem Morgen vor dem Gerichtsgebäude versammelt, darunter auch sein Opfer. Ich wurde damals vor 3 Jahren circa mit einer Taschenlampe vom Drachenlord geschlagen. Genau hier auf dem Kopf, hier ist die Narbe. Wir sind da damals aus Jux und Tollerei hin, wir waren trinken, da hat uns das jemand vorgeschlagen. Geht's mal dahin, wenn ihr was Lustiges erleben wollt. Seit gut 10 Jahren stellt Winkler Videos auf verschiedene Internetplattformen, verbreitet teils sexistische und frauenfeindliche Inhalte. Die Hater-Community ist inzwischen riesig. 2014 nannte der YouTuber seine Adresse, lud die Hater persönlich zu sich ein. Seitdem pilgern immer wieder junge Menschen nach Altschauerberg in Mittelfranken, randalieren, provozieren. Krawalle und Gewalt beim Drachenlord, das soll es zukünftig nicht mehr geben. Rainer Winkler will wegziehen, seine Internetaktivitäten einschränken. Doch erst einmal muss der 32-Jährige den Prozess abwarten. Das Gesetz sieht hier für die gefährliche Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren vor. Innerhalb dieses Rahmens muss die Richterin, wenn sie denn überhaupt zu einer Verurteilung kommt, eine Strafe festlegen. Für den selbsternannten Drachenlord ist es nicht das erste Mal vor Gericht. Wegen einer Pfefferspray-Attacke war er bereits vor 2 Jahren zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.